Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Family-Vlog. Wir sind jetzt schon seit 7:30 auf den Beinen. Wir haben Dienstagmorgen. Es ist dunkel, regnerisch, bewölkt. Ein bisschen frisch draußen. Ich glaube, wir haben 16 Grad. Ich war duschen ganz entspannt. Ralf macht sich jetzt fertig für die Arbeit. Und ich habe mir gestern im Rossmann, ich weiß gar nicht, ob ich euch das auch gezeigt hatte, ein Sesampeeling gekauft von AOK oder AOK, wohl kaum, ne? Ich glaube AOK wird das ausgesprochen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wo ist der kleine Wurm? Okay, sie räumt nur die Wäsche aus. Verfeinert das Hautbild und wirkt gegen Unreinheiten. Steht drauf, das war im Angebot für 2,19 Euro. Deswegen habe ich das einmal mitgenommen, weil ich derzeit gar kein richtiges Peeling habe. Aber ich benutze auch immer die Gesichtsbürste von Clarisonic und dann braucht man eigentlich nicht so ein Peeling. Auf jeden Fall hat mir die erste Anwendung sehr, sehr gut gefallen von dem Peeling. Ich bin mal gespannt auf Dauer, aber das ist halt sehr, sehr feinkörnig. Das finde ich sehr cool. Und ich glaube, man kann es sehr gut erkennen. Ich habe derzeit eine Feuchtigkeitsmaske drauf und zwar meine Lieblingsmaske derzeit von Merz Spezial. Hier steht jetzt nicht drauf, wie sie heißt, aber ich meine, sie nennt sich einfach nur Aloe Vera. Und ich liebe die über alles. Die riecht so lecker und die fühlt sich so toll an. Und auch das Hautbild danach, es ist wirklich purer Feuchtigkeitskick. Und ich glaube, die kostet 99 Cent und die gönne ich mir ein- bis zweimal die Woche. Also ich liebe die. Kann ich euch ans Herz legen. Ich muss auf jeden Fall heute hier den Haushalt schmeißen. Das ist ja gestern alles liegen geblieben, weil wir bei der Oma waren. Und das Ding ist, sie hat heute auch noch frei. Aber das hat heute auf jeden Fall Priorität. Wir wollen gleich nur zum Frühstück rüber, beziehungsweise sie kommt hierher. Sie möchte gerne wissen, wie das funktioniert, Porridge zu machen. Also ganz normal mit Haferflocken und Wasser und Früchte und allem drum und dran hat sie noch nie gegessen und hat sich gestern die Sachen dafür gekauft. Und ich wollte eigentlich heute endlich das Beikost-Video drehen, aber es ist viel, viel zu dunkel dafür. Und ich möchte halt mit Heidi nicht die großen Softboxen aufstellen, weil sie ist ja immer so neugierig und wenn sie dagegen kommt und die Glühbirne fliegt da runter, die sind ja riesig, die Teile, die da drin stecken. Und dann geht die kaputt in 1000 Scherben und so, das mache ich nicht. Deswegen, ich hoffe, dass spätestens am Donnerstag... Ja, ich find's auch doof, Schatz. Ich find's auch doof. Ja, toll. Dass da dann die Sonne scheint, dass ich endlich das Beikost-Video machen kann. Weil das Stillvideo soll ja auch noch kommen. Das wollte ich beides jetzt diese Woche machen. Aber beim Stillvideo sitze ich einfach nur und erzähle euch was. Aber bei dem anderen wollte ich euch halt ein paar Dinge zeigen. Und dann muss das Licht halt ein bisschen besser sein. Und ja... Wenn Papa eigentlich immer frei hat und ich den Haushalt mache, dann dauert das immer so eine Dreiviertelstunde oder so. Und dann ist das ganze Ding geritzt hier. Aber mit Baby dauert Haushalt immer ein bisschen länger. Und deswegen fange ich, glaube ich, am besten mal sofort an. Ihr seid ja eh mit dabei, also let's go! There's no gravity that sucked me in your orbit. There's no magnet that was in your heart. The one restriction was the friction that was keeping us a little too far apart. Why fight it? I was secretly delighted. I gave chase and then I let you win. You felt lovely when you loved me like a fool, but now I can't let go of your skin. You know that. I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. You're honey like a finger in the beehive. The bees are buzzing in a tizzy fit. And they're stinging, but I'm singing like a fool, cause you're as sweet as a banana. So, die Oma ist jetzt auch bei uns, das heißt, wir können jetzt frühstücken. Ich mache ihr jetzt einmal ein Porridge, beziehungsweise Omi, du musst gleich kommen und du musst ja zugucken. Weil sie möchte das ja lernen. Und das sind die Haferflocken, die ich immer kaufe. Das sind die vom Lidl. Und dann gibt es dazu Himbeeren und Banani, Aprikosen, Apfel und a little bit of Zimti. Also let's go. Projekt Porridge am Morgen läuft. Ich habe jetzt hier die Haferflocken mit Milch gekocht. Dann eine Brise oder auch drei Brisen Zimt.
Und jetzt habe ich die Banane gemoost. Und die hebe ich jetzt runter, statt sie reinzuschnippeln. Das schmeckt nämlich richtig lecker. Und davon kann ich dann die nächsten 3 Wochen was essen. So eine große Portion habe ich gemacht. Naja. So, das hebe ich jetzt einmal unter. Mit einer Hand funktioniert das einwandfrei nicht. Fertig. Jetzt kommt noch das Obst drauf. Einfach raufknallen. Das muss jetzt nicht dekorativ sein, das muss schmecken. Rauf da. Die Oma hat ihre Portion schon. Jetzt noch die Himbeeren. Oh, jetzt habe ich aber auch echt Kohli. Fertig. Das war's. Ich habe uns auf jeden Fall zu viel gemacht, weil ich das ja normalerweise nur für eine Person mache. Also für mich. Ralf mag das ja nicht so gerne. Und für 2 konnte ich das nicht so ganz abschätzen, aber egal. Ich habe Hunger. Oma und ich, wir sind jetzt pappensatt. Hat ihr sehr, sehr gut geschmeckt. Und ich werde mir jetzt mal einmal schnell mein 5-Minuten-Make-up auftragen. Als allererstes habe ich von Catrice die Liquid Camouflage benutzt unter den Augen. Und einmal ein Klecks von meiner BB-Cream von Garnier. Nur, dass so ein bisschen die Unebenheiten weggehen. Und jetzt mache ich mir schon meinem Lieblingsblush drauf. Das ist von MAC, mein Warm Soul. Und voll die Himbeerstücke zwischen den Zähnen. Ein bisschen lächeln. Ich glaube, ihr seht gar nichts, ne? So, dann mein Highlighter von MAC, das ist der Soft and Gentle, ist bestimmt auch jedem bekannt. Einmal nur hier oben. Zack. Und dann nehme ich von Essence das Puder All About Matte. Da fehlt nur der Deckel. Gerade so auf den Augen. Und die T-Zone. Fertig. Meine Mascara. Das ist die von Isadora. Die Dynamic Lash Growth Mascara. Zack. Labello. Ready. Und derzeit nehme ich den Hoola Bronzer und verwende den Inhalt, hier Hit the Pan. Und gehe nur einmal so in die Lidfalte. Und andere Seite auch. Und so ein bisschen, nur ein bisschen Kontur dem Ganzen hier zu geben, dass es gleich ein bisschen anders wirkt. Und man sollte es vielleicht vor der Mascara machen. Das war's. Zack. Und zu guter Letzt nochmal den Highlighter. Alles mit der Finger in den Augenwinkel für ein bisschen mehr Frische und Ausgeschlafenheit. Okay, das war ein bisschen viel, kein Thema. Und mein Augenbrauenstift von Catrice. Ich kann euch nicht sagen, welche Nummer das ist. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich glaube aber 03, irgendwas mit Brown.
Die mache ich auch nicht jeden Tag. Ich muss unbedingt zu dieser Brow Butter. Hände noch eincremen. Florena Handkonzentrat für sehr trockene Haut. Ist ideal für mich. Die finde ich richtig toll. Und ich muss definitiv das Badezimmer nachher hier sauber machen. Genau wie den Rest der Butze. Aber jetzt gehe ich erstmal mit Runi. Und schwupps bin ich schon mit Runi unterwegs. Weil Hayley schläft ja bei meiner Oma, bei meiner Mama gerade im Tragesack. Die genießt das immer total an ihren freien Tagen, dass sie schön mit Hayley kuscheln kann. Und ich muss zugeben, ich genieße dann auch mal so meine freie Zeit. Weil meistens nutze ich die Zeit dann immer, um die ganzen Videos zu schneiden. Das heißt, ich liege jetzt nicht irgendwie auf der Couch und bohr in der Nase rum. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ich wollte mich an dieser Stelle, auch wenn ich es vielleicht oft sage, aber ich habe immer das Gefühl, ich kann es nicht oft genug sagen. Und Runi dreht sich hier gerade im Kreis. Ich wollte mich wirklich bei euch allen da draußen ganz, ganz herzlich bedanken für euer Feedback, für eure Treue. Fürs Abonnieren von unserem Kanal, beziehungsweise vom Kanalchef und der Kanalchefin. Ihr wisst ja, ne? Ich bin ja nur die kleine Azubine. Und wenn ihr unsere Videos nicht gucken würdet, dann wären wir nicht fast 30.000 Menschen auf unserem Kanal. Also das ist echt so abgefahren. Ich kann mir das immer gar nicht so richtig bildlich vorstellen. Wie auch 30.000 Menschen, wenn ich mir vorstelle, dass ich euch alle einmal treffe und einmal als Dankeschön knuddeln kann. Ich glaube, da müssen wir ein ganzes Jahr für planen. So viele Menschen sind das. Und ich habe jetzt eben geguckt, es sind weniger als 450 Zuschauer, die fehlen. Und dann sind es echt 30.000 Menschen und das ist so unfassbar unrealistisch einfach. Und dafür wollte ich mich von ganzem Herzen bei euch bedanken. Ihr macht ganz vieles möglich, zum Beispiel auch, dass Firmen die YouTuber anschreiben und auch mich und Produkte zuschicken, dass wir es testen dürfen für euch. Es ist ja nicht so, dass das einfach als selbstverständlich da ist, also für mich auf jeden Fall nicht. Und deswegen ein riesen, riesen Dankeschön an euch. Also. Und du machst gerade was bei Mama? Haarmassage, kannst du gerne weitermachen, nur nicht ziehen. Ich sitze jetzt hier gerade und versuche so ein bisschen Ordnung zu schaffen. Ich habe die frische Wäsche gerade aus Hayleys Korb in den Schrank eingeräumt. Aua, mein Schatz. Und Hayley hat mir geholfen, das Ganze dann wieder auszuräumen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Also so sieht es denn hier unten auch aus. Auf jeden Fall. Es quillt hier alles über. Seht ihr das, wie das hier schon alles rausluschert? Ich muss hier unbedingt... Aua, Schatzi! Au! Das tut Mama weh! Ja, winke, winke. Übrigens hat Hayley einen kleinen Ölkopf, weil sie wieder... Aua, warte mal, mein Schatz. Dieses, wie heißt das nochmal? Nicht Milchschorf, sondern ja, extrem trockene Haut bekommen hat. Und deswegen machen wir das so, dass wir sie ein-, zweimal die Woche einölen. Und dann abends beim Baden waschen wir das wieder raus und danach schön rauskämmen. Das funktioniert einwandfrei. Auf jeden Fall, hier haben wir Größe 50, 56, was bis zum Rand voll ist. Hier, was schon alles raushängt, aua, ist Größe 62. Und jetzt habe ich gerade diesen großen Karton hier gepackt. Das ist alles Größe 68. Und hier drin sind Erinnerungen, die ich halt auf keinen Fall verkaufen, verschenken oder spenden werde. Einfach aus dem Grund, das Krankenhaus-Outfit, als wir aus dem Krankenhaus entlassen worden sind. Oder ihre erste Winterjacke und Schlafsack, ihr erster Schlafanzug, der allererste Schnuller, den sie im Mund hatte und all sowas. Da möchte ich mal so eine Erinnerungskiste machen. Danke. Aua, Schätzel. Auf jeden Fall, gib mir mal bitte einen Tipp, was ich machen kann. Weil ich habe jetzt schon eine Kiste, die ich spende auf jeden Fall. Zum Beispiel sind hier in den ganzen Cubes Sachen drin, die hat sie noch nicht mal getragen. Dann sind natürlich auch Sachen drin, die hat sie getragen. Guck mal, was sie hier macht. Sie will jetzt hier rüber und ich habe hier meinen Filmarm. Dann sind Sachen drin, die hat sie getragen und sehen super aus. Und dann sind natürlich auch voll die verwaschenen Sachen. Und sowas möchte ich eigentlich nicht verkaufen. Und das ist mir eigentlich auch voll unangenehm zu verschenken. Auf der anderen Seite denke ich, okay, weil es ein bisschen verwaschen ist, vielleicht wird es dem anderen aber helfen. Es ist, glaube ich, immer noch besser, als wegzuschmeißen. Ich weiß es nicht. Ich bin da echt total unsicher. Und ich weiß auch nicht, wo. Ob bei Kleiderkreisel oder ob ich bei Instagram einen Account mache. So eine Art,
Haleys Schatztruhe und da dann so ein paar Sachen verkauft. Ich bin total überfordert, überfragt, aber es muss unbedingt schnell eine Lösung her. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was ich machen kann, was auch schnell geht. Und weil ganz, ganz viele schreiben mir auch immer, Jule, was machst du mit Haleys Sachen und würdest du was verkaufen? Hast du was? Ich bekomme dann und dann ein Baby und ich würde dir gerne was abkaufen und so weiter. Lasst es mich bitte, bitte in den Kommentaren wissen, was ihr da für Gedanken zu habt. Und vielleicht finden wir zusammen alle eine Lösung. Oder hier auf YouTube ein Video darüber. Aber das ist ja auch nichts, ne? Guckt mal, wie viele Klamotten das sind. Dann wird das ja ein Jahresvideo. Ich weiß es nicht. Wir haben es jetzt 17 Uhr. Ich habe gerade das Video geschnitten und jetzt lädt es hoch. Und Haley ist noch drüben bei der Oma. Da hatten wir ja schön lecker Mittag gegessen. Und ich war so vollgestopft, dass mir danach so übel war. Ich musste mich erstmal kurz bei der Omi hinlegen. Und als Haley dann geschlafen hat, bin ich schnell rüber geflitzt und habe das jetzt gemacht. Und jetzt möchte ich auch an dieser Stelle quasi den Vlog beenden, aber ich wollte euch nochmal einmal eins zeigen. Und zwar, wer meine Videos schon sehr, sehr lange verfolgt, der weiß, ich war immer ein Gegner von Trockenshampoos, weil ich einfach fand, dass die Zeit, die man fürs Trockenshampoo benutzt, auch mal schnell eine nur Haarwäsche benutzen könnte. Und ich muss aber die Meinung von mir revidieren, nennt man das so, es hört sich so hochgepäuselt an, revidieren, auf jeden Fall, denn als Mama ist Trockenshampoo ein heiliger Gral, wie ich festgestellt habe, denn die Pinkbox hatte mir vor einiger Zeit die Edition der Shopping Queen Pinkbox zugeschickt. Und da waren ganz süße Sachen drin, zeige ich euch sofort. Und unter anderem war auch dieses Trockenshampoo von Batiste drin, wenn man das so ausspricht. Voll süße Verpackung. Dry Shampoo, das steht jetzt nicht extra für braune Haare, weil meine Mama meinte, es gibt es auch extra für braunes Haar. Die hat mir das schon vor Monaten erzählt und meinte, probier das doch mal aus, weil ich hatte ja 2, 3 Shampoos, die ich total blöd fand. Und dann hat sie gesagt, das ist was ganz anderes. Und ich so, nö. Naja, und jetzt wurde ich eines Besseren belehrt, denn den einen Tag hatte ich so eine Schmalz-Butterhaare. Ich musste zu einem Termin und ich habe es nicht geschafft, das musste alles so schnell gehen. Tja, und da habe ich mir das reingeschmiert und ich war hin und weg, als hätte ich wirklich Haare gewaschen. Das hat super geil gerochen und wenn diese Testversion leer ist, wird das auf jeden Fall in meinem Badschrank zu finden sein. Das werde ich auf jeden Fall nachkaufen. Ich finde die Verpackung so, so schön und deswegen zeige ich euch natürlich auch, was noch drin gewesen ist. Also, natürlich wieder dieses Kärtchen war drin. Ich habe so lange keine Pinkbox mehr erhalten. Aber da steht halt immer drin, was es ist und was es kostet. Und als allererstes fällt mir in die Hand von Vandini, der Marke, eine Öl-Body-Lotion. Die kostet 2,99 Euro mit 75 Milliliter Inhalt. Und die riecht sehr, sehr lecker. Und ich finde auch die Verpackung schön mit den Federn hier. Finde ich sehr, sehr cool. Dann war drin von Olaf Olas eine federleichte Tagescreme. Ich muss ganz ehrlich gestehen, von dieser Marke habe ich mir, glaube ich, noch nie ein Produkt gekauft. Ich werde das natürlich ausprobieren. 2,50 Euro kostet dieses kleine Typchen hier mit 7 Milliliter. Dann war ein Lippenstift drin, den ich von der Verpackung super schön schon finde. Auch das Gehäuse an sich. So sieht es hier aus. Schlicht schwarz und dann hier mit Yolt. Wunderschön. Kuckuck. Und was ich noch viel cooler finde, so wie James Bond, zack, wird einfach drauf gedrückt und mit einer Hand mache ich das ganz, ganz cool. Und dann erscheint diese wunderschöne Farbe hier. Finde ich mega. Ist total mein Geschmack. Die Marke ist übrigens Etre Belle. So sieht es jetzt auf dem Handrücken aus und ich muss sagen, es gefällt mir ultimativ gut. Was mir weniger gefällt, ist der Preis. 9,90 Euro für diesen Lippenstift. Ich meine, von der Verpackung und dem Design her sieht es echt schon hochwertig aus. Da ich aber momentan gar nicht mehr so Beauty-Produkte kaufe, empfinde ich das als sehr teuer. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wo es diese Marke gibt. Aber ich bin gespannt, wie es nachher auf den Lippen aussieht. Hübsch ist er ja. In diese Verpackung hatte ich mich sofort verliebt, als ich die Pinkbox geöffnet habe. Das sieht so ultimativ schön aus. Ich finde, das ist so romantisch, schick, weiß ich auch nicht, so hübsch einfach. Und das ist eine Handcreme von der Marke Sabon. Kostet, sage und schreibe, 12,95 für 50 Milliliter. Und ich finde, vom Design her sieht die aus wie diese total typisch gehypte hier auf YouTube. Ich weiß jetzt gerade, hubala, nicht wie sie heißt. Ich meine, die gibt es im Douglas zu kaufen. Wenn ihr wisst, wovon ich spreche, könnt ihr es gerne einmal in die Kommentare schreiben. Auch die Verpackung, dieses goldige, romantische, ich finde es mega schön. Und auch die Handcreme an sich ist echt cool.
Aber was mir gar nicht gefällt, ist der Duft, denn da ist Vanille drin. Das heißt also, ich werde es abdrücken an meine Schwester oder an meine Mama oder an irgendjemanden, der Vanille liebt, denn für mich ist das gar nichts. Und ich muss sagen, ich bin ein kleiner Geizhals. Ich würde mir die, glaube ich, für 13 Euro auf gar keinen Fall kaufen, dafür, dass ich ein Handcreme-Junkie bin. Aber zum Ausprobieren ist sowas natürlich allemal immer mega cool. Perfektes Timing. Die Mama hat gerade geschrieben, dass Hayley aufgewacht ist. Das heißt, ich werde gleich wieder rüber zu meinen süßen Mäusen. Aber als allererstes kommt natürlich noch ein Kommentar von euch aus dem letzten Vlog. Und da schreibt die liebe Nadine Xanti: Ralf durfte den Kinderwagen nie loslassen, aber Jule stupst Hayley durch den ganzen Lidl. Ohne Witz, Nadine, ich habe mich kringelig gelacht eben. Das ist ja wohl so ein lustiges Kommentar. Das zeigt mir wieder, dass du jemand bist, der wirklich schon sehr, sehr lange meine Videos guckt. Und ich weiß jetzt schon, wenn das Ralf nachher guckt, wird er sagen, siehst du, Schatz, ich darf sowas immer nicht und bei mir hast du immer Angst, aber du darfst das. Mal abgesehen davon, dass wir beide die Hayley durch den Lidl stupsen. Aber sie ist jetzt auch größer, liebe Nadine. Und die Mama darf alles, das wissen wir doch. Mamas dürfen alles. Ralf wird sich auch totlachen, das weiß ich ganz genau. Also vielen, vielen lieben Dank. Wenn ihr in meinem nächsten Vlog als Hauptkommentar vorkommen möchtet, dann schreibt ganz fleißig unten in die Kommentare. Schaut euch meine anderen Vlogs an. Ich freue mich ganz, ganz doll über jeden neuen Zuschauer, der dazugekommen ist. Ich werde jetzt rüberflitzen zu meinen beiden Lieblingen und wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss! Winke, winke. Hallöchen, Leute. Toll machst du das jetzt immer. Mua.